Schau in die Zukunft, dann weißt du, was du heute tun musst. Das ist fast ein Motto. Ein Motto ist: Have a bright future, habe eine glänzende Zukunft, sorge dafür, dass die Perspektive eine positive ist, eine realistische aber auch ist. Denn dann geht es Menschen besser, wenn sie auf eine positive Zukunft zuarbeiten können. Die Realität aber sieht heute noch anders aus. Nämlich die Baustellen sind heute noch zumindest für den Laien chaotisch und vieles in unserem Leben, nicht nur im Bau, sieht auch chaotisch aus und wird immer komplexer und immer schwieriger zu bewältigen. Ich möchte in einem Trendsystem auf eine große Welt schauen, welche technologischen Entwicklungen, gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen Entwicklungen in einem sehr kurzen Abriss, den wir hier uns leisten wollen und können. Und darauf schauen, was ich Intelligentisierung nenne, wo wir am Bau erleben, wie die Welt intelligenter wird, wie die künstliche Intelligenz, die wir seit den 1950er Jahren beobachten, so langsam greifen kann. Die erste Konferenz über künstliche Intelligenz konnte man 1956 besuchen und so langsam wird es tatsächlich gangbar. Die künstliche Intelligenz kann, wenn sie mit einer Kamera über eine Baustelle laufen, im Helm beispielsweise, feststellen, ob die Steckdose an der richtigen Stelle ist, ob es überhaupt das richtige Modell der Steckdose ist, ob es der richtige Zeitpunkt ist, dass diese Steckdose jetzt eingebaut wird. Und wenn Sie einmal durch die gesamte Baustelle laufen, haben Sie alle Daten, um den ganz genauen, präzisen Zustand der Baustelle zu ermitteln und dann auch optimieren zu können. Das machen heute Menschen. Zukünftig können das auch kleine autonome Roboter machen. Die Art und Weise zu bauen, überhaupt zu planen, aber auch zu überwachen, ist in einem enorm schnellen Wandel zum Positiven, zum Effizienten inbegriffen. Nicht nur ist BIM eine Hilfe, dass wir endlich mal integriert planen können, dass wir so planen können, dass wir diese Arbeit auch für den Betrieb des Gebäudes nutzen können und im Betrieb des Gebäudes. Und so schnell wie die Entwicklung geht, kann praktisch jeder von uns das mit einer App schon tun, nämlich Bauteile zumindest per App erkennen und optimieren, wie uns hier die Kollegen von Fraunhofer dabei helfen. Und auch wenn wir fragen, wie kriegen wir denn die Daten in das Physische, in das Greifbare, le Beton connecté, der verbundene, der vernetzte Beton, dass wir dort Chips einbauen können, dass das Internet der Dinge nicht nur der digitale Zwilling ist, sondern auch die reale Grundlage, die Daten liefert und von sich gibt und informiert darüber, wie alt bin ich, wann wurde ich gebaut, unter welchen Umständen wurde ich gebaut und wie sollte ich behandelt werden. Wenn wir weitergehen, gerade in dem technologischen Feld, da sind die Zeilen etwas verrutscht, sind wir bei der Robotisierung und wir stellen natürlich auch hier fest, da sind wir seit Jahrzehnten dran und sind immer wieder enttäuscht worden, was alles geht und was nicht geht, vor allen Dingen. Und dann sehen wir, dass Unternehmen, die ja fast unwahrscheinlich sind, miteinander kooperieren, so wie hier Hilti mit Otto Bock, um Menschen die physische Arbeit, die nach wie vor getan werden muss, zu erleichtern mit solchen Exoskeletten. Auch das eine Entwicklung, die seit Jahrzehnten immer wieder in Zukunftsvorträgen und Studien gezeigt wird. Hier ist sie greifbar, heute schon verwendbar und heute erhältlich.